Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte in meinem Kamera-Equipment-Video, ich habe jetzt gerade das Video schon gemacht, also versucht zu machen, aber da bin ich abgeschweift, deswegen mache ich nochmal ein kurzes Knappet. In diesem Video habe ich euch mein Dreibein- bzw. Selfie-Stick gezeigt. Der wurde mir netterweise zur Verfügung gestellt. Kann man sehen? Ja. Den Link werde ich euch in die Videobeschreibung machen. Ich habe gesagt, es kommt noch mal ein ausführliches Video dazu. Das kommt jetzt. Willkommen. Wenn ich noch ein Ersatzteil habe, was jetzt ja hier gekommen ist. Und zwar da. Das ist eine Multifunktionshalterung, die ich mir gekauft habe. Warum erkläre ich in dem Video euch gleich auch. Und ich hatte halt nur zwei. Und jetzt habe ich halt vier. Und erkläre ich euch auch gleich in dem Video. So, aber wir werden jetzt erstmal loslegen. Das ist dieser Selfie-Stick. Ich werde mal ein bisschen ranzoomen. Wie ihr seht, die Fernbedienung ist nicht da, weil die ist hier. Die habe ich immer vor mir liegen. Und dann kann ich hier rauszoomen, reinzoomen, an, ausmachen. Fokus kann ich machen. Den ISO-Wert kann ich bearbeiten. Alles hier. Alles überhaupt kein Problem. Wenn ich es als Selfie-Stick nutzen würde, dann würde ich das natürlich so machen, dass die Kamera da drin ist und ich dann steuern kann. Ja. Funktioniert super. Aber da die Kamera meiste Zeit praktisch über meinem PC ist, damit ich es für ein Hangout und so benutze, oder halt jetzt für hier für Videos, ist er halt da dran. Deswegen konnte ich das Video noch nicht machen, weil es bringt mir nichts, meine Kamera hier festzumachen. Also man schraubt die ja rauf hier, auf diese Gewinde, weil dann kann ich sie nur hier benutzen. Aber ich brauche die Kamera hier drauf, als Selfie-Stick, als Dreibein, kommen wir gleich noch dazu, auf meinem großen Stativ neben meinem Tisch und hinter meinem PC für Hangout. Also dass ich eine vernünftige Kamera habe, eine super Qualität, wenn ich groß zu sehen bin und wir eine Runde quatschen. Deswegen habe ich mir so ein Ding hier nochmal bestellt, das ist dieses, was hier oben drauf ist. Ja, deswegen kommt das Video etwas später. So, nichtsdestotrotz, ich zeige euch erstmal, oh, wir nehmen jetzt als Alpha 6400 Ersatz meinen alten Camcorder. Ich weiß nicht, wie das mit dem Dreibein dann aussieht, weil die sehr arschlastig ist. Ob das umfällt, also ihr müsst euch vorstellen, die Alpha 6000, die ist halt wesentlich dünner und das Gewicht ist schmal zentriert und nicht sehr arschlastig, weil hier haben wir ja noch den fetten Akku hinten dran. Aber nur damit ihr eine Kamera seht, wie das funktioniert und dass es funktioniert. So. Wir können das jetzt, also als Selfie-Stick habe ich euch gezeigt. So, als Selfie-Stick benutzen und die Einzelteile zeige ich euch gleich noch. So. Ich mache das mal kurz gerade. So. Wir haben hier auch noch ein. So. So, jetzt seht ihr das. Ich habe es mal jetzt komplett gerade gemacht. So ist es denn praktisch als Dreibein. Ich richte das mal zu mir. So ist es als Dreibein aufgebaut. So. Auch sehr schön. Und hier könnt ihr dann praktisch eure Kamera rein. Fernbedienung reinmachen, so. Und dann könnt ihr dann praktisch, weil hier vorne ist ja die Kamera, könnt ihr dann reinzoomen, rauszoomen, den ISO-Wert anklicken. Den habe ich mir auf C1 gemacht, dass ich den halt schnell hinten anpassen kann. Alles kein Problem, oder Fokus, ja, alles überhaupt kein Problem. Ich mache das mal raus, weil ich habe die Kamera, die Fernbedienung meistens hier so neben mir liegen und dann geht das super. Wir machen jetzt einfach mal die Kamera rauf. So. Das muss ich ein bisschen festhalten, weil die wirklich sehr arschlastig ist, ja. Wir können, hier haben wir dann so einen Knopf, den können wir drücken, dann geht es bis nach hinten, ja. Also komplett rum. Also weiter rum, als meine Kamera eigentlich kann. So. Und dann können wir uns das dann halt anpassen. Wartet, ich muss ein Stück rauszoomen. So.
Dann können wir uns jetzt so ein bisschen anpassen, wie wir die Diana haben wollen würden, die Kamera in welchen Winkel wir uns filmen wollen würden. Also so wird normal. Dadurch, dass ich jetzt diese Multifunktionshalterung habe, habe ich auch zusätzlich noch die Möglichkeit zu sagen, so, ich möchte was filmen, was hier auf dem Tisch ist. Was weiß ich mache ein Unboxing oder habe hier so Yu-Gi-Oh! Karten, könnte die dann halt hier hinlegen oder kann die Kamera so machen und kann dann halt praktisch hier die Yu-Gi-Oh! Karten, habe dann hier mein Display, sehe dann halt, was ich hier filme, dass es das läuft. Da kann ich ja mal zeigen, so kann man sich das anpassen, so. Und dann kann ich hier meine Hände sehen. Und das macht sich eigentlich sehr gut, weil ich habe hier kein fettes Stativ vor mir. Ich habe halt nur so. Und kann dann halt die Füße ragen auch nicht ins Bild rein. Und kann dann halt hier so zeigen. Und halt, oder mein Handy könnte ich dann hier vorne zeigen. Könnte sagen. Und es läuft alles wunderbar. Aber das, wie gesagt, die Unterseite ist jetzt erst gekommen. So. Das ist überhaupt kein Problem. Normalerweise haben wir hier ein Rad, womit, wenn wir die Kamera raufsetzen, womit wir sie dann festdrehen können. Oder wir können dann halt so einfach geradeaus filmen. Das wäre jetzt natürlich auch überhaupt kein Problem. Und durch die Multifunktionshalterung könnte ich jetzt auch zusätzlich. Wenn ich sage, ich brauche Licht, Licht und dann die Kamera machen. Ich kann auch das Ganze komplett einfach mal umdrehen. Zack. So, und als Selfie-Stick benutzen. Ja. Jetzt die Kamera ist sehr arschlastig, aber ja, dann hätte ich auch gleich noch ein bisschen Licht. Ich habe natürlich hier jetzt kein USB dran. Wenn ich jetzt vielleicht einen Rucksack mit habe, wo USB anschließen, wo ein externer Akku drin ist, wo ich die Kamera anschließen kann für Strom und halt Kameralicht, dann hätte ich so ja draußen vernünftiges Licht. Was ich dann auch einstellen kann, wo hier ist eine Fernbedienung, hell-dunkel, also die Helligkeitsstufen und dann verschiedene Temperaturen vom Licht, von weiß bis blau-weiß bis also kalt, warm-weiß und die ganze Kacke halt. So. Und deswegen wollte ich halt warten, dass ich euch das Stativ dann vernünftig zeigen kann, weil mir bringt nichts, wenn ich die Kamera standhaft immer hier auf diesem Stativ habe. Das Stativ ist total geil, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wirklich geil. Auch mit der Fernbedienung, die funktioniert sehr schnell, sehr direkt. Hier hinten können wir dann den Akku, müssen wir drehen, dann können wir die Batterie rausnehmen, neue Batterie rein, wieder zuschrauben. Wir haben so ein Band mit bei, damit das festgemacht wird. Wir haben hier auch nochmal ein für Fokus. Ja, wenn wir jetzt hier. Ja, dann habe ich hier halt auf Kameraauslöser, habe ich hier Fokus. Wenn ich runter mache, habe ich eigentlich auch Fokus, also das habe ich mir noch nicht eingestellt. So, hier ist Seos. Aber halt Zoom funktioniert jetzt hier nicht. Seht ihr das? Ich versuche gerade zu zoomen. Das funktioniert jetzt nicht, weil ich ja im Fokus bin. Also wenn ich jetzt hier mal auf Zoom gehe, ich zoome euch ran. Ja. Dann seht ihr das. So. Näher ranzoomen kann ich nicht. Und dann kann ich halt hoch um Fokus. Dann ist halt dieser Fokus. Bin ich im Fokusbereich, wo man dann sich die Tasten, glaube ich, noch anders einstellen kann oder so. Aber das habe ich halt noch nicht gemacht. Und dann haben wir hier noch ein Lock. Dann könnt ihr das auch locken. Zack. Und dann geht gar nichts mehr. Falls wir Angst haben, dass wir halt draufkommen auf die Fernbedienung. Ja, und dann hier. Das funktioniert auch mit leichten Abstufungen. Also wenn man wirklich nur minimal Zoom braucht. Richtig geil. Richtig, richtig geil. Also das Dreibein ist richtig geil für unterwegs. Ich bin am Überlegen, ich will ja auch noch mal 24 Stunden mit Odi machen oder so, wie ich das mache.
Aber ich habe halt nicht immer das ganze Equipment dabei. Ja, und ich bin jetzt wirklich für alle gewappnet durch, also nee, die mache ich halt immer am PC hin. So, und bin jetzt halt für alle gewappnet. Ich kann das Dreibein nutzen und kann mein Licht mit drauf machen, wenn ich wollen würde. Ich kann meinen alten Camcorder drauf machen. Ich kann die neue Kamera drauf machen. Ich kann auf das Stativ, wo jetzt die Alpha 6000 drauf ist, kann ich erst das Licht machen, dann die Alpha 6000 oder den Camcorder. Ich kann die Videokamera am PC ranmachen. Ich kann die Alpha 6000 wieder ranmachen. Ich kann auch ein Ringlicht dazwischen machen und dann die Kamera rauf. Also ist jetzt eigentlich bin ich für jeden, ja, für jeden Zweck eigentlich gewappnet, rein theoretisch. Ja, also da sollte jetzt nichts mit bei sein. Auch wenn ich jetzt irgendwo hinfahre und ein Interview mache oder so und dann Kameralicht, Rofen, externen Akku, so eine LED frisst nicht viel. Ja, das ist eigentlich. Kannst du auch dann zusätzlich die Alpha 6000 mit einem externen Akku, mit einem USB betreiben? Kabel ist alles da. Pff, also, da ist jetzt eigentlich gut Luft nach oben. Da ist jetzt eigentlich für alles was mit bei. Qualität von der Halterung. So, das waren Frauen und Kinder. Jetzt noch schnell die Abschlussworte. Also, wie gesagt, die Qualität ist super. Bin ich wirklich mega zufrieden mit. Und auch, dass man halt praktisch als Selfie-Stick nutzen kann, als Dreibein zu mir oder auf den Tisch richten kann. Ich kann die Neigung ändern. Ja, das ist super. Die Kamera, also die Fernbedienung, die ich per Bluetooth mit meiner Kamera verbinden kann, die gibt es halt auch für Nikon, nee, wie heißen die? Nikon oder so. Gibt es auch für andere Kamera. Ich packe euch den Hersteller, packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Und ich packe euch auch mal mein Multifunktions- Schnellspanner-Dingsbums packe ich euch auch mal mit rein. Die Fernbedienung ist erste Sahne. Wir haben Zoom, wir haben C1, wo wir uns selber halt belegen können. Das C1 habe ich auch in meiner Kamera, den kann ich mir se selbst belegen, mit welchem Knopf ich den auch haben möchte. Und ich habe da dann halt den CEOS-Wert drauf. Wenn wir auf Kamerasymbol drücken, dann kann ich halt einen Fokus machen. Also kann ich hier, habe ich so um mein Gesicht rum. Ja, und ich kann an- und ausmachen, ich kann zoomen, ich kann rauszoomen, das funktioniert alles sehr, sehr, sehr direkt, sehr gut und auch selbst in minimalen Abständen, also wenn man nur kurz drauf drückt, super. Also ich bin wirklich mega begeistert über Qualität, Verarbeitung, alle drum und dran. Ich kann sie nur empfehlen und ja, ich würde jetzt hiermit Schluss machen. Wir müssen jetzt noch einkaufen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.